Moin Leute, einmal am Start wieder hier und heute wollte ich euch mal ein bisschen erzählen, ob es sich lohnt, COD Vanguard zu kaufen. Mal kurz was zum Gameplay. Im Hintergrund seht ihr hier, wie ich mit der Typ 100 meine erste V2-Rakete erspielt habe. Und natürlich in Neffenlobbys, weil das SBMM echt krank ist. Dazu sage ich gleich auch nochmal was in dem Video. Gestern habe ich den ganzen Tag, so 6 Stunden am Stück waren das, glaube ich, gelivestreamt, das neue Game gezockt, hab ein bisschen reingesweatet. Ja, es ist auf jeden Fall um einiges anders als Cold War, spielt sich tot. Halt different. Ja, und immer wieder kam halt die Frage auf, lohnt es sich, lohnt es sich, lohnt es sich, lohnt es sich? Und das will ich euch heute beantworten. Ich habe hier ein paar Pros und Cons aufgeschrieben. Das werde ich euch jetzt gleich mal ein bisschen vortragen. Das Ding ist nämlich, viele Leute, die das Game wahrscheinlich auch selbst nicht gespielt haben, haten jetzt auch sinnlos rum, disliken die Videos und schreiben sinnlose Sachen, wie zum Beispiel dann das hier. Das war ein ganz schöner Experte. Stellt euch mal ganz kurz vor, spar dir doch den Vanguard-Scheiß. Das Call of Duty ist scheiße, fertig aus. Man muss nicht jedes Game zocken, nur weil Call of Duty im Namen ist. Das Spiel ist einfach scheiße und sinnlos. Den Drecks-Content schaue ich mir sicher nicht an. Ciao, bis wieder normaler Content kommt. Von mir aus kannst du bis an dein Lebensende aufhören, mein Content zu schauen. Das ist mir alles recht, Bro. Natürlich sind viele Leute auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen getriggert, weil sie denken, dass Vanguard ein Scheiß-Game ist. Die Beta war wirklich kompletter Rotz, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Elotrix hatte ja damals diesen Real Talk gehalten, wo er auch nochmal viele Leute, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dazu angestachelt hat, COD umso mehr zu boykottieren. Ist auch jedem sein gutes Recht. Wenn ihr das Game nicht mögt, nicht spielt, schaut es euch doch nicht an. Ihr müsst es euch nicht anschauen. Ihr müsst auch nicht das Game kaufen. Ihr könnt gerne was anderes zocken. Ich bringe auch noch Battlefield bald. Mal schauen, wie das Game wird. Kommen wir mal auf jeden Fall zu den Pros und Cons. Fangen wir mit den positiven Sachen an. Und zwar läuft das Game extrem flüssig. Es sind kaum Bugs drin, was echt eine Seltenheit ist in einem Call of Duty. Und ich würde sagen, wir vergleichen das Game jetzt einfach mal mit Cold War. Cold War war für mich ein richtig geiles Game. Für viele von euch wahrscheinlich auch da draußen. Vergleichen wir mal den Release. Cold War hatte eine schlechtere Engine. Das COD in 2019, also Modern Warfare, hatte bessere Grafik, eine bessere Engine als Cold War, was ein Jahr später rauskam. Das war auf jeden Fall erstmal übelst weird. Trotzdem war das Game halt ja übelst geil. Dann kommen wir zu den Maps. In dem Game hier gibt es 16 Maps. In Cold War gab es 8 Maps, von denen 7 Stück oder so scheiße waren. Die einzige Map, die man richtig spielen konnte, war Crossroads Strike. Vielleicht auch noch Garrison ein bisschen. Sonst war alles Shit. In dem Game hier gibt es irgendwie 2 oder 3 Maps von den 16 Stück, die wirklich scheiße sind. Den Rest kann man alles spielen. Wie schon gesagt, kaum Bugs. Das ist auch ein extrem, extrem großer Pluspunkt, da das nicht selbstverständlich in einem Call of Duty zum Release ist. Die Engine ist natürlich dieselbe wie in Modern Warfare. Noch ein bisschen abgeändert. Ein paar Game Mechanics sind jetzt ein bisschen anders. Slide canceln kann man ganz normal machen wie in Modern Warfare. Da muss man bloß ein paar Settings umstellen. Würde ich dann mal das Video von Stylers empfehlen dazu. Es gibt außerdem in dem Game einen Zombie-Modus. Es gab noch nie auf dieser Engine einen Zombie-Modus. Ein weiterer extrem kranker Punkt, finde ich, sind die Aufsätze. Man kann auch eine Waffe 10 Aufsätze drauf machen. Junge, das ist so viel Variation, was das damit reinbringt in das Game. Das finde ich auch richtig, richtig geil. Da gibt es so viel zu grinden, so viel auszuprobieren und, Leute. Jetzt kommen wir mal zu den negativen Sachen. Natürlich, die Beta war kompletter Rotz. Jetzt mal ohne Mist, die Beta hat einen komplett falschen Eindruck von dem Game hinterlassen. Also in der Beta, ich weiß nicht, wieso die da ausgerechnet sowas wie Redstorf so eine Map reinbringen mussten. Es gibt so viel geilere Maps, aber die haben sich für die schlechtesten entschieden. Die Sonne hat komplett geblendet, das Game war richtig slow. Das haben sie alles gefixt. Die Sonne blendet nicht mehr, das Game ist nicht mehr so extrem slow. Ja, nicht ganz so schnell wie Cold War, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass du irgendwie sprintest und 3 Jahre brauchst, um dann schießen zu können, wenn du im Sprint bist und dann den Trigger betätigst. Allgemein läuft das Game halt viel besser als in der Beta. Kommen wir zum nächsten Punkt, das Streak-System. Finde ich extrem shit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist einfach nicht so meins, dass man sterben muss, um seine Streaks nochmal zu bekommen. Das hatten wir in MW2. 2019 mussten sie das dann in Modern Warfare nochmal neu einführen. Jetzt haben wir es wieder in Vanguard. Ich finde es ein bisschen shit. Die Streaks an sich finde ich jetzt auch nicht so extrem geil. Wo ich es richtig sick finde, dass man die Drohne, wenn man 3 oben hat, auch nochmal eine verbesserte Drohne bekommt und dass es allgemein auch die verbesserte Drohne als Streak gibt. Das ist sehr positiv. Ansonsten, ja, dieses selbstgesteuerte Zeug, diesen Marshmallow-Körper, wie auch immer das Ding heißt, Gleitbombe, genau, das spiele ich eigentlich selbst nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich zocke halt immer den Wachhund, dem kann man irgendwie befehlen, so eine Position zu bewachen oder einem hinterher zu kommen und dann auch die Hundestaffel. Das werde ich aber, wenn ich es frei habe, austauschen gegen die verbesserte Drohne. Das nächste wäre die Time to Kill.
Kill. Man stirbt in dem Game extrem schnell, wodurch die Skill Gap viel geringer ist. Wenn man das vergleicht in Cold War, der allerschlechteste Spieler im Vergleich zum allerbesten Spieler, er würde niemals in einem Public Match auch nur den Hauch einer Chance haben. In dem Game hier, wenn ein Noob irgendwo in der Ecke hockt und da kommt ein richtiger Sweat an, der Noob kann ihn trotzdem killen. Du hast halt null Zeit zu reagieren, wenn der Noob dich zuerst sieht, vielleicht irgendwo in der Ecke hockt und dich anschießt, weil du sofort tot bist. Allgemein kommt es viel weniger auf Aim an, weil halt bei manchen Waffen bloß mal 3 Schüsse connecten müssen und du bist tot. Das finde ich halt extrem nervig. Du kannst ja nicht mal als extremer Sweat komplett reinrushen wie in Cold War und alles eliminieren. Du musst hier ein bisschen passiver spielen und schauen, dass du die Gegner auf jeden Fall zuerst siehst und nicht von irgendeinem Camper weggemacht wirst. Das, was wahrscheinlich die meisten Leute abschrecken wird. Und ich verstehe das auch vollkommen. Ich finde es auch absoluten Müll, ist das SBMM. Ich weiß nicht, wieso Activision versucht, das immer noch weiter so zu verschleiern. Ist eigentlich komplett offensichtlich, dass SBMM drin ist. Also jeder, der sich einigermaßen auskennt, jeder, der mich ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass es SBMM gibt. Und das ist absolut gar keine Frage. Ich habe jetzt auch schon die erste Zeit ein bisschen Reverse Boosted, beziehungsweise den Neffentrick gemacht. Das Game, was ihr seht, ist ja auch mit Neffentrick erspielt. Und ich muss sagen, der Neffentrick bringt ja nicht so viel wie in Cold War. Also es kann an der Skill Gap liegen. Vielleicht haben sie es auch ein bisschen verändert, dass man nicht mehr so extrem schlechte Gegner bekommt. Ich habe keine Ahnung. Das Game absolut nur noch mit Neffentrick spielen, weil das SBMM geht mir so auf den Sack. Und Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Wenn ihr eine PlayStation 5 euch gekauft habt und habt noch eine PlayStation 4 rumstehen, shared euch das Game und dann zockt es einfach mit Neffentrick. Alter, das ist aber 10-mal geiler, als sich diese Sweater-Lobbys zu gönnen, wo ihr einfach nur weggecampt werdet, sich niemand bewegt, einfach nur Stellungen gehalten werden und ihr nach jedem zweiten Kill auch wieder gekillt werdet. Im Großen und Ganzen finde ich das Game echt eigentlich geil. Es ist definitiv besser zum Start als Cold War, mehr Content ist da, Maps sind geiler und allgemein ist es halt einfach ein bisschen smoother zu spielen, sage ich jetzt mal. Und es gibt halt auch nicht so viele Bugs. Das Weltkriegssetting ist natürlich jetzt nicht für jeden etwas. Ich muss ganz ehrlich sagen, Weltkriegsshooter haben mir auch noch nie so gefallen. Das ist der erste Weltkriegsshooter, den ich eigentlich ganz geil finde so. Ansonsten finde ich halt Gegenwarts oder leichte Zukunftsshooter, also welche, die leicht in der Zukunft spielen, viel geiler. Aber das Game hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Sag euch so, wie es ist. Wenn ihr kein Problem mit SBMM habt, würde euch das Game definitiv Spaß machen. Wenn ihr SBMM verabscheut, würde ich euch empfehlen, entweder das Game zu skippen oder ganz einfach, wie ich, mit Neffentrick zu zocken und so ein bisschen schlechtere Gegner zu bekommen. Ja, damit das jetzt erstmal geklärt ist und die Leute ein bisschen im Klaren jetzt sind, wieso ich das Game zocke, jetzt vielleicht nicht mehr stumpf sagen, dass ich ein Sellout bin oder irgend sowas und vielleicht sogar noch Geld von Activision im besten Fall bekomme, weil ich das Game zocke, Alter, und sage, dass es gut ist. Lasst mir doch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Guckt euch hier oben rechts in der Ecke mein MP40 Video an, wenn euch das Game gefällt und ihr es selbst spielt. Genießt noch den Rest des Gameplays, Leute. Da reingehen. Zwei, 23er, 2 Kills noch. Kommt doch, wo sind die? Ich sehe keinen. Ein Kill, komm. Ey, ein Kill. Nein, er klaut ihn. Ja, ich hab sie. Oh mein Gott, ich fass es nicht. Jetzt. Oh, hinter mir und ich bin tot. Oh mein Gott, ich hab's nicht gecheckt. Oh mein Gott. Wie viele Punkte noch? Junge, mit 100er Ping vor allem auch noch, Alter. 100er Ping und ich hab endlich die V2.
Ja, scheiß drauf. Hä, hey, jetzt kommt ja gar keine Sirene gerade. Ah, jetzt. Hey, wie verzögert war denn das, Alter? Ist das bei dir auch immer so verzögert, wenn du raushaust? Alter, wie alle brennen. Es brennt einfach jeder. Hoho, geil. Oh, meine erste V2, Mann. Meine erste V2. Ich pack's nicht. Ja.